Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon, die schwarze Edition, Nuzlocke Challenge. Ich habe immer noch zwei Gäste bei mir, und zwar den Pierre und Alex von 20 Hour Studios. Sag doch mal Hallo und herzlich Ja, willkommen. immer Hallo und noch herzlich Hallo. willkommen, ne? Immer noch Hallo. Ja, wir haben jetzt den ersten Part gerade beendet, haben jetzt noch ein bisschen diskutiert und werden jetzt mal den ersten Schritt zur Pokémon-Welt machen, indem wir die Route 1 besuchen. Ne? Ja, was, Alex oder Pia, was sind denn eure Lieblings-Pokémon eigentlich? Pikachu, auf jeden Fall, Lieblings-Pokémon? von Anfang an. Nee, ich hatte tatsächlich immer den, diesen Feuer-Pokémon. Ich komme gerade nicht auf den Namen. De genau, aber Glumanda? davon der ganz große. Ja, richtig. Glurak? Glurak? Oh ja, Glurak fand ich auch geil früher. Aber die neuen Pokémon, muss ich erst sagen, da gibt es nicht so die coolsten Pokémon, wo du sagen musst, ja, yeah, ey, mit diesem Pokémon, den finde ich geil. Ich finde das, was auch ein cooles Pokémon war, Dragagoran, fand ich sehr gut. Auch geil fand ich Logok, Oh muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Logok. Also die Endentwicklung von Flamli, Ja, ne? muss. Flamli war so ein kleines Pussy-Pokémon, sage ich jetzt mal. Aber die Endentwicklung Logok war ja richtig Ja, geil. muss man echt sagen. Also ich fand auch Jungluke, also wenn man das gut trainiert hat, das ist ein richtig starkes Pokémon. Es wird ja jetzt offiziell als Over-Pokémon gezählt, ne? Ja, Ja? Logok ist als Über, weil du kannst ihn. Der Pierre, ey. Ja, der Pierre muss doch quasi getauft werden über die Pokémon-Fachbegriffe. Ne? Oder Alex, oder weißt du, was du über Over-Pokémon noch verstehst? Overpower, ich verstehe darunter Ja, overpowered, sowas wie also dass sie Lugia. zu stark Ja, sind, sowas wie ja. Lugia und so, das wurde jetzt in dieser Stufe, Kategorie, also in dieser Kategorie eingestuft. Ne? Weil du kannst, weil. Okay, ja, es war auch sehr Ja, weil das stark. hatte auch, ich glaube, ziemlich starke, also eine ziemlich hohe Angriffskraft, meinte ich. Und ja, das ist jetzt mittlerweile in der Pokémon-Regel so, dass es als Über-Pokémon gilt. Ne? Ach so. Ja. Habt ihr eigentlich auch mal die Pokémon-Filme mal gesehen, die mal zwischenzeitlich in den Kinos kamen? Den ersten. Den ersten? Es kamen Pokémon-Filme in Kinos. Also. Es kam welche Ja. Pokémon. Ja. Ich kann mich auch daran erinnern, als man. Ich weiß nicht, ob das im Kino war oder ob das irgendwie eine Aktion von McDonald's war. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass man bei einem Film auch eine Karte dazu bekommen hat, von Mew oder so. Das war beim allerersten Film, meine ich, wo es darum ging, irgendwie Mew zu finden und Mewtwo, also irgendwie sowas, Mew und Mewtwo. Diese ganzen Der erste Film, ja. Ja, ja. Boah, ich hab mir irgendwie alle Filme mal angeguckt und muss sagen, die immer noch die ersten Filme sind, glaube ich, die besten, finde ich, muss ich jetzt sagen. Ja. Ne, wenn schon die neuen Filme, die werden ja nicht mehr irgendwie über die Kinos gebracht, die werden ja jetzt offen immer im öffentlichen Fernsehen quasi gezeigt. Die da machen ja, macht ja zum Beispiel hier einen Sender, den Namen ich nicht nennen werde, macht ja dann immer irgendwie Sonntag morgens dann die Aktion, ja, wir zeigen den und den Film um 7 Uhr bis 10 Uhr mit Werbung und so alles. Das war ja in der Zeit früher. Und ja, mittlerweile ist ja das nicht mehr so. Schade. Muss ich erst sagen. Aber auch, muss man aber auch sagen, die Pokémon-Filme, die sind nicht mehr so wie früher. Ne? Ja, es fesselt nicht mehr. Ich finde auch, die Pokémon werden immer, also wir haben das schon in der letzten Folge jetzt Aua. angesprochen, Ja. die Pokémon werden einfach, genau wie die Namen, einfach immer simpler und da fehlt irgendwie das spezielle Etwas. Im Grunde sehen sie jetzt immer mehr irgendwelchen wirklich Kreaturen ähnlich, also so Wölfen oder Hunden oder im Grunde sind die auch vergleichbar mit den Pokémons aus anderen Editionen, aber es hat nichts mehr Eigenes. Ja, Das aber ich stimmt finde zum schon. Beispiel solche Vergleiche mit Tieren finde ich schon eigentlich realistisch gut gemacht, muss man so sagen, wenn man sich so die Umwelt Ja, aber. anguckt, ne? Also das Einzige, dass ich, Ja, das gut, Einzige, was ich aber. damals mal geguckt habe, ist nur diese Pokémon-Serie, aber davon auch nicht wirklich viele. Ja, Pokémon-Serie. Ich glaube, ich habe nur die zweite Staffel bis zu Ende geguckt. Und danach habe ich nie mehr angeguckt, richtig. Das Einzige, was ich mir noch daran erinnern kann, war halt, und das war wieder ein Schuss in den Ofen. Ja, Team Rocket tritt nie mehr auf, ne? Das war der einzige Satz, den ich mir noch merken konnte. Das war ein Schuss in den Ofen.
Ja, das Geilste war eh die Story um diesen sprechenden Mauzi, ey. Wie kann ein Pokémon sprechen lernen, ja? Ja, das freue ich mich auch. Japaner halt, ne? So, ich habe meine ersten Pokebälle. Ich hoffe, ich fange auf der ersten Route Yorklef. Das einzige Pokémon, ja, das einzige Pokémon, was nützt in der Route 1 nützlich ist, überhaupt irgendwie einzufangen, weißt du? Die Entwicklung von dem ist ja Terrybark, oder? Genau. Und der ist ja nicht schlecht als, wie heißt das? An sich nicht. Deswegen, also, es wäre nicht schlecht, ihn zu fangen. Wilde Pokémon, leider, jetzt erzählen sie hier über das Tutorial weiterhin, aber, naja, wir wissen schon einiges. So, ich habe jetzt 10 Pokébälle bekommen. Ich hoffe, ich fange direkt einen Yorklef. Ne? Das wäre das erste gute Pokémon, der Rest wäre nicht gut. Auf welches Pokémon ich mich freue, das wird, auf welche Route ist das? Zwischen der Brücke und dem, der großen Stadt, nicht der großen Stadt. Vielleicht weißt du mehr, kannst du mir helfen, Alex. Da gibt's ja einen Bereich, wo so ein Essenswagen ist oder wo du deine seltenen Pilze verkaufen kannst. Ne? Ja, da gibt's auch eine kleine Wiese da. Da kannst du auch so zwei Kampf-Pokémon fangen. Diese zwei komischen Stein-Kampf-Pokémon da. Ja, da hoffe ich mal, dass ich den blauen also davon fange. Boah, ich muss den blauen, der aussieht wie Jack Lee, weißt du so. Den will ich mir fangen für die Normal-Arena. Das wäre nicht schlecht, sage ich mal. Ne? Weil ich glaube, mit den beiden, die ich mir fangen werde, mit Yorklef und Serpifeu und Sodamark, wird es ein bisschen schwer. Ne? Du meinst, das blaue Pokémon heißt im Übrigen Karadonis. Dieses Kampfgestein-Pokémon, genau, das so ähnlich aussieht. Ich hab auch schon einen Namen für den. Ich hab für den einen geilen Namen für den schon mal. Nämlich? Ja, Norris. Chuck Norris? Ja, weil das so ein. Ja, weil das, halt, das ist ja auch ein starkes Pokémon, oder? Was? Chuck Norris? Ja. Chuck Norris? Ja. Oh. Chuck Norris auch, ich fange mein erstes Pokémon in der Last Log und es ist. Nagelotz, ey. Bitte, ne. Nagelotz ist dort echt das unbeliebteste Pokémon, weil es echt immer auftaucht. Also, wenn du es nicht gebrauchen kannst, taucht es immer auf. Ich brauche einen Yorklef. Du fängst es einmal und dann... Ach, Mann. Ja, ich muss es für die Nuzlocke aber benutzen. Komm, ich brauche ein Pokémon als VM-Sklave. Kommt ihr noch zu Facebook? Ich komme halt nicht zu Facebook. Nur so nebenbei. Ja, Facebook. Facebook ist halt momentan... Moment, ich kann gucken. Facebook, ich aktualisiere mal. Ich bin da gerade on. Ja, ich komme drin. Ja, ich bin so, drin, voll, ja. Voll, setz mal Tackle ein. So. So, jetzt kann ich es fangen. Scheiß Nagelotze. Wer braucht dieses unnötige Pokémon, bitte? Ich glaube, der hat dieselbe Fähigkeit wie Zickzacks. Und zwar kann es Items klauen, ne? Können wir mal gerade gleich gucken. So, ich fange es mir jetzt mal. Raub hat es irgendwie. Raub, so komm, zack. Toll, das wird mir so wenig helfen wie möglich. Ich weiß es jetzt schon. Na, guck ich mal, dass ich in Route 2 in Yorklef wenigstens fange. So, einmal. Zweimal. Noch 15% unser Paar zugeladen. Oh. So, ich hab es gefangen. Klasse, wie wär's. Du hast einen Nagelotz gefangen. Habt ihr einen Namen für ihn? Opfer. Nagelotz. Opfer. Man kann es nicht gebrauchen. Nagelkotz. Nagelkotz. Speer hat es als Fähigkeit. Speer? Ich glaube, das ist nicht die. Okay. Besonders. Möchtest du Nagelotz einen Spitznamen geben? Ja, ich gebe jedem meinem Pokémon einen Spitznamen. Und es ist weiblich. Lötzchen. Opfine nenne ich sie jetzt. Opfine, das hört sich doch schön. Das hört sich griechisch ja, Opfine. An. Opfine. Ja, der griechische Gott für Opfer. So. Iphigenie. So, Opfine, du bist mein Opfine. So, ich hole mir jetzt mal einen Trank. Hier, hat dein Pokémon-Team ausreichend KP? Wenn du deine KP unter... Ja,
Laber mich nicht voll, ich möchte einen Trank. Dun, 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 dun. Jetzt habe ich einen Trank erhalten und einen scheiß Nagelotz. Ich glaube, die Nasnock geht gut aus. Oh Mann, Wie lange brauchst du? Also, wie viel Dings? Also, ich denke mal, wenn man jetzt den Part wirklich, also wenn man das Projekt vollständig aufnimmt mit den Fangen von den legendären Pokémon, würde ich sagen, 35 Parts. 35 Parts brauchst du so ungefähr für ein Projekt. Ja, für das Projekt auf jeden Fall. Ja, also schon ziemlich viel. Ja, naja, das ist ja, das, wir müssen ja denken, wir müssen ja auch die Arenenleiter, wir müssen dazwischen auch mal ein bisschen leveln und so. Jetzt kommt Nurclef. Konntest du nicht jetzt gerade kommen? Ist es Part 1? Du wirst mit... Hä? Ist es Part 1? Es ist Part 2 schon sogar. Oh, dann sind wir heute in einer Special-Folge hier auf Part 2. Part 2, ja. Heute Part 1, Part 2 und dann ist vorbei. Ja, das ist alles sehr schön. Boah, das hat sich gereimt, gut. Ja, ich flüchte mal. Ich flüchte. Du bist entkommen. Ich flüchte jetzt auch mal aufs Bett. Dann hier kann man sich schön hinlegen. Ja, du wirst gleich aber Minecraft zocken müssen doch. Ja, werde ich noch machen. Ah, Sharon, Mark, willst du mit Belle messen? Sie hat 2 Pokémon, genauso wie ich. Toll. Oh, toll, Belle. Hast du schon 2 Pokémon gefangen? Toll, jetzt das Problem ist, jetzt muss ich den Trank benutzen, den ich bekommen habe. Was ist denn das für ein Trank? Ja, Normaltrank, der kann nur 20 KP aufheilen. Ich freue mich schon, ich kann mein Nagelotz opfern vielleicht. Wenn du Nagelotz sagst, verstehe ich irgendwie, dass du Nagellack sagen willst. Ja, weißt du was, wir nennen es Opfine, passt schon. Den Opfer. Okay, Opfine. Ja. Immer wenn du Opfine sagst, denke ich, dass du Opfer sagen willst. Ja. Okay, Opfer. Wir sagen Opfer, so. Opfer. Scheiß Opfer-Pokémon halt. Ne? Kann man nichts ändern. Ist halt ein Opfer-Pokémon, ne? Oder früher. Wer war das? Taubsi. Ich finde, Taubsi war genauso. Die kam jede zweite Minute. Ja. Oh, mein Visors. Jede zweite Minute ist nicht gerade. Mein Handy klingelt. Marc, nimm den Anruf an. Hallo, bla 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 bla. Ich bezweifle mal, dass sie wirklich bla bla sagt, oder? Die sagt nicht bla bla bla, aber ich werde das übersetzen in bla bla bla. War das eh unnötig? Achso, ja, dann verstehen wir es. Bla 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 bla. So, komm. Ah, die wollte sich nicht mit mir messen, die Belle. Ich dachte, die will jetzt kämpfen. Hast du nicht schon gegen die gewonnen? Ja, sie will ja zweimal kämpfen. Ach so, ist sie so... So, oh, jetzt kommt die legendärste Szene in diesem Spiel, wo ich sagen muss, ey, das ist... Jetzt sind wir in Gavania. Oder Gavania? Oder wie spricht man das auf? Gavina, ne? Gavina. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Alex, Gavina, zweite Stadt ist das. Erste Stadt ist das. Ja, Gavina wird das ausgesprochen, ne? Ich meine, ja. Ja, jetzt kommt Jesus. Oh, Jesus! Ja, nicht Jesus, es heißt Jesus. Ey, aber die beste Überzeugung ist, er erklärt seinen Namen selber, warum er so heißt. Ja, das stimmt. Da muss man sich wenigstens nicht die Mühe machen, herauszufinden, warum er so heißt. Ne? Bei so einem Namen. Ich sehe schon die nächsten Plakate mit nicht Heiliger Jesus, sondern Holy Jesus. Oh Mann, ey. Ah, jetzt kommt aber auch N. Ja, weißt du, wie Jesus geschrieben wird, Pierre? G-S-I-S. Also C-I-S. Jesus. Jesus, ja. Oder Jesus. Holy Jesus. So wirst du so müsstest du das jetzt. Ich werde den Part eh so nennen, weil ich jetzt schon. Bestimmt beabsichtigt. Stimmt. Ja, ich weiß, dass im Spiel manchmal wirklich ein Hintergrund gefragt wird, aber ich denke mir da mit Jesus, da wird was irgendwas vertuscht, so quasi. Illuminati kommt. Ja, ne, ich kann euch mal, das ist eine wahre Tatsache. Und zwar gab es in The Legend of Zelda Ocarina of Time, vielleicht, wenn ihr dann mal geguckt habt bei mir mal den Part,
Das habe ich auch mal im Part erklärt. Und zwar gibt es da ein Schild, ne? Also das Spiegelschild. Und da ist ein Symbol drauf, was der türkischen Flagge geähnelt hat, quasi. Mhm. So ein Halb, also so ein Zirkelmond mit einem Stern. Ja. So. Diesen Schild hast du bekommen im fünften im letzten Tempel. Und dieses Schild wurde, bevor das Spiel veröffentlicht wurde, nochmal neu gemacht, das Symbol. Weil die Regierung meinte, ja, das ähnelt der türkischen Flagge und das können wir nicht so akzeptieren und so. Da gab es auch eine Gerichtsverhandlung, aber Nintendo hat dann irgendwann gesagt, nee, wir machen das schon, ist in Ordnung. Ne? Ja. Mhm. Ja, und Nintendo hat dann damals das Statement gegeben, die haben sich nicht an der türkischen Flagge gehalten. Ne? Die haben das Symbol selber überlegt, weil der Halbmond, also dieser Sichelmond, den müsst ihr euch vorstellen, der war andersrum, also der war spiegelverkehrt, mhm, und der Stern war daneben. So. Mhm. Und das sind auch so Sachen, wo man... Okay. Ja, ich finde ganz ehrlich, manche Unternehmen oder ja jetzt auch die Regierung in dem Fall übertreibt einfach maßlos mit solchen Sachen. Ich meine, es ist jetzt nun wirklich ein Spiel und jetzt kein Komplott gegen irgendwie die Türkei oder sonst was. Und ich finde, da braucht man sich nicht reinsteigern. Also von so einem Spiel geht die Welt auch nicht unter. Natürlich, ne? Nicht, oder? Kennst du hier den Fall hier mit Apple und Sony? Das ist genau dasselbe mit dem Tablet-Controller. Ja, ja. Hallo? Das wird irgendwie irgendwo geklaut. Ist so. Apple und Samsung. Das hat angefangen mit dem, hier. Könnt ihr euch noch erinnern an iToy zum Beispiel? iToy hier von der PlayStation 1 und 2. Ja, iToy, ne? Ja, kenne ich. Habe ich. Das auch. Gab's ja. Mhm. Ich gehe jetzt erstmal Tränke kaufen, das ist nämlich wichtig. Also Kinect? 5 Tränke. Ja, ähnelt dem Kinect. Kann man sagen, was man will. Das ist die Idee geklaut worden. Die wurde ja von denen geklaut. 100%. Ja? Und natürlich als Firma sagt man, nein, wir haben ja selber daran gedacht und so, ne? Aber da. Ja, Apple ist, was das angeht, ziemlich radikal. Also die klagen ja auch schon kleinere Unternehmen an, nur weil die irgendwie als Symbol irgendwie so einen Apfel oder so einen angebissenen Apfel haben, und das ist für Apple schon Grund genug, einfach die mal eben so zu verklagen. Ja. Und ich mag Apple, ich bin jetzt auch stolzer iPhone-Besitzer, ja, ne? Aber ich finde halt, was das angeht mit diesen Richtlinien und mit dem ganzen Gesetzmüll, da gehen die einfach zu weit, dass sie immer so darauf beharren, dass sie es erfunden haben und so weiter. Also das muss nicht sein, die verdienen auch so genug. Man muss gewinnen, ja, denken. Bin ich genau deiner Meinung. Aber ich bin auch so, Natürlich. Ich bin nicht so ein Typ, der sich von der Apple, wie würde man sagen, Apple-Wahn quasi sich überfällt, weil ja. Ich bin das iPhone zum Teil gut, muss man echt sagen, und das iPad, aber der Rest von Apple ist nicht gerade das beste Ding. Also ich habe ja schon einige Tests jetzt auch durchgelesen und auch Jonas und die alle auf unserer Stufe da haben ja auch schon ein paar Tests mit dem ganz neuen iPhone 5 da gemacht, und die haben ja auch selber auch schon gesagt, dass das Samsung S3 auch schon viel bessere Rezension jetzt hat im Gegensatz zu dem iPhone 5. Also ich finde auch... Okay, jetzt kommt die Holy Jesus Sache. Ich werde mal das vorlesen, damit werden wir mal dem Spiel ein bisschen die Story-Würze geben quasi. Ma, komm schnell her. Dann komme ich mal getrappt so. So, jetzt kommt die schöne heilige Jesus Sache. Ja. Und da kann der Pierre jetzt mal gut zuhören. Ich höre schon die ganze Zeit zu. Ja, jetzt hör mal gut zu, warum er Jesus heißt. Der wird das jetzt nämlich erklären. Hört mich an. Mein Name lautet Jesus. G und G's. Wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Was? Wie bitte? Frohe Botschaft? Was glaubst du?
Ne, Pia, jetzt weißt du, warum das Jesus heißt. Ach, das war schon alles. Ich dachte, du willst... Das war alles, das war alles. Ich dachte, du willst jetzt noch mehr von dem Märchen da erzählen. Ich war schon fast eingeschlafen. Das hat... Ja, jetzt bitte weiter. Seit Anbeginn der Zeit nehmen wir Menschen in Eintracht Seite an Seite. Yes. Mit den Pokémon. Ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten... Dies für die Wahrheit. Boah, ich rede gerade super. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht in ihre finsteres Anlitz. Du hast dich an wie so ein Fake, zu müssen. Wie so ein Fake Gandalf. Ja. Habt ihr eure vermeintliche Gewissenheit, den niemals hinterfragen? Für Dumbledore, ja. Nie einer... Ja, ich höre mich wie der Pate an. Das soll ja auch patenmäßig dargestellt werden, ne? Nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen. Also haben sich gerade Udo Lindenberg und der Pate irgendwie getroffen. Genau so in etwa. Boshaftigkeit schlechthin verkörpert jene sogenannten Trainer, welche die Pokémon in einem endwürdigen Knechtenschaft halten. Sie wie ihre Leibeigene bis in die späte Nacht hineinschilden und quälen, bla bla bla. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, okay, so möge aufstehen, so erhebe er jetzt das Wort oder schweig. Sie ist ja fast eine Heirat. Ist so quasi, echt, als würdest du gerade so vor einem Priester stehen. Wo bist denn du jetzt gerade? Ja. Ich bin gerade in Gavina, in der ersten kleinen Stadt, wo man erste Pokémon-Center und so alles trifft. Und da halt Jesus quasi kommt dann auf einmal. Muss ja mal, wirst ja den Part eh sehen können. Jesus redet weiter, darum hört ihr, gute Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber, welches unserer Pflichten als Menschen gegenüber dem Pokémon ist. Nicht wahr? Boah. Jesus redet sehr viel, ist ne? Jesus eigentlich ein Charakter oder ein Pokémon? Ein Charakter. Ich sag mal so, würde man sagen, Prophet von Pokémon, die... Also ein Sympathisant von Pokémon, die lieber in freie Wildbahn nehmen sollen. Okay. Das ist ein Botschafter, könnte man sagen, oder? Kommt sogar rüber so, klar, ne? Der Botschafter. Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die Herrenpflichten, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Ja, ja. Denn nur dann können sie an jenen köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zusteht. Ja. Denkt gut darüber nach, was tut ist, damit Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Unabhängiger Botschafter. Ja, oder der Papst. Ja, könnte auch sein. Ah, der ist aber auf jeden Fall cool. Also, das ist mal so einer... Der Papst? Nicht der Papst. Jesus. Der Papst ist nicht cool. Und jetzt... Jesus ist ja, auch Ja, jetzt cool. kommt aber N. Der beste Rivale, den es gibt für mich. Pepper N. Nicht Pepper N. N. Weißt du, Alex, wie der eigentlich richtig heißt? Nee, ne? Wer? N. N? Nö, er ist einfach nur N. Ne? Habe ich mich auch gefragt. Ich meine, was ist das für ein Name? Ich heiße N. Ja gut, ich heiße A. Ich heiße B. Ja, ist ja komisch, ey. Aber ich fand, also ich muss sagen, obwohl es gibt zwar viele gute Rivalen, so wie Gary und wer war auch noch gut als Rivale? Lass mal überlegen. Gary und von der zweiten Generation. Rot. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Oh, da... Gary, ja, kennen wir auch. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Ja, jetzt spricht N zu mir. Meine Güte, sprich zu schnell. Da wird mir ja ganz schwindelig. Ja, wir werden jetzt den Text leicht überspringen. Die Leute werden es eh lesen können.
So. Gibt's nicht auch noch einen John? John? Seit wann gibt's John? Okay, dann gab's auch keinen John. Nee, es gab. Ich fand den. Also neben N ist der beste Rivale von Gold und Silber Rot. Ach so. Oder? Der ist ja, Rot ist stark. Der wirst du nur im Silberberg erwischen quasi. Und der hat Pokis, ich glaube alle über 80, ne? Naja, nur ein Silber, Dings. Nur Silber und Gold. Ne, du kannst ihn auch in Soul Silver und Hard Gold, kannst ihn auch nochmal haben. Da ist er sogar ein bisschen stärker. Da hat er sogar Pokémon Level 90. Oh, ich kämpfe gegen N. Boah, ich glaube in der blauen Edition ging das gar nicht so hoch. Ne, da ging es ja noch nicht so mit den Rivalenmodus. Da hast du nur Gary gehabt als Rivale und jetzt hast du mehrere Rivale. Jetzt auf Pokémon Schwarz hast du ja vier Rivalen, drei Rivalen. Sharon, Bell und N. N ist der Hauptrivale. Sharon und Bell sind so halt deine Neben, würde man sagen, Nebendarsteller quasi oder Nebenrivalen. Sind ja total einfach, ne? Oder nicht? Ja, die beiden sind einfach. N ist sehr stark. N ist der Stärkste. So, ich kämpfe gegen N und er hat einen Fidilu auf Level 7 und ich habe mein Feufeu gar nicht trainiert. Oi, oi. Ich habe aber Tränke. Ich habe vorgesorgt. So, dann lass mal angreifen. Ich glaube, ich bin ein bisschen. Ich glaube, ich bin schneller. Oh, Fidilu setzt Heule ein. Ja, das senkt meinen Angriff zwar, aber nicht so rapide. Hoffentlich. Fililu! Tja. Dann sagen wir mal, ja, ich hoffe, ich krieg keinen Crit. Crit, ne? Nehme ich nicht gerade meine. Oh wei, ich hab den gerade mal vielleicht 2 KP abgezogen. Aber kein Crit. Das ist nicht gut. Ja, man merkt den Levelunterschied gerade. Welches Level ist das? Level 7. Und setzt Kratzer ein. Du? Ich glaube, das ist ein Crit. Ah, nur 3 abgezogen. Und du bist Level 5. Das wird knapp. Ja. Ich habe aber Tränke auf jeden Fall parat. Ich habe vorgesorgt. Auf jeden Fall geachtet darauf, dass ich mir Tränke noch hole, weil ich möchte auf jeden Fall Serpifeu nicht verlieren. Ja, sonst ist doch diese Nulok, wie heißt die noch gleich? Nu. Was? Nein, das, was du die ganze Zeit machst. Na? Das Opfer. Nagelotz? Nein. Ja, das werde ich eh gleich mal kurz reinschicken, weil ich Serpifeu dann den Trank gebe. Da wird halt Nagelotz geopfert. Knallhart. Das Pokémon wird so geopfert, das ist mir so egal. So, ich habe die Hälfte erreicht. Das ist schon mal gut. Noch einen Schlag und ich hoffe kein Crit. Ich hoffe, ich kriege einen Crit hin. Und jetzt kommt der Kratzer. Puh, es wäre kein Crit. Scheiße. Eieiei. Ey, weißt du, wie gefährlich bei der Nuzlocke ist einfach, wenn du einen Crit kassierst, ob du dein Pokémon danach retten kannst. So. So, jetzt werden wir mal tauschen. Zum Opfer. Zu Opfine, bitte. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass Nagelotz 100 pro nicht Fililu besiegt. Ne? Mhm. Dafür ist Nagelotz erstmal gerade auf Level 4. Und ich weiß nicht, Nagelotz ist auch kein guter, der Verteidigung halten kann. Er hat jetzt schon 5 kassiert. Bitte, da jetzt gerade mit Nagelotz. So, aber nicht mit Dings. Ne, ich werde jetzt einmal. Oh, ich werde noch einmal tackeln. Ja. So. Boah. Opfine setzt Tackle ein. Wie sich das anhört. Opfine. Das ist ja cool gemacht. Das ist ja cool gemacht auf YouTube. Es gibt ja jetzt die neue Funktion, dass wenn man hier vorscrollt, ne, also vorspult, dass man dann in einem ganz kleinen Fenster halt ganz viele Szenen sieht. Das ist schon, gibt's schon länger. Ja. Echt? Das gibt's schon, ist mir nie aufgefallen. Das gibt's schon. Ja, aber die. Die haben das so. Nee, anders, wenn man es einfach festhält irgendwie. Keine Ahnung, ist mir bis jetzt nie aufgefallen.
So. Also wenn man so über den Streifen geht schon, aber nicht wenn man jetzt hier... Das ist aber schon, das geht weiter meistens zum Spiel. Eigentlich nur bei längeren Videos. Also, Nagelotz ist fast geopfert, aber ich habe gerade Serpifeu einen Trank gegeben. Jetzt ist sie wieder voll. Fililou ist im roten Bereich, das heißt, ein Tackle würde ausreichen, als Fililou besiegt. Und dann glaube ich, wird Serpifeu zwei Level erreichen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal erste Rivalenkampf überlebt, ey. Wenn wir keinen Crit jetzt landen, ey. Jetzt wäre das ja krass, wenn ich jetzt einen Crit bekomme. Und wer kommt danach? Ich bekomme den nicht. So, ich würde mal sagen, nach dem Kampf wird auch der Part beendet. Der Kampf ist jetzt eh gleich vorbei. Ja, der Heuler bringt jetzt auch nichts mehr. meine Verteidigung sinkt. Ja, schön. Oder sogar mein Angriff. Egal. So. Ich hab Fililou besiegt. Boah. Gott sei Dank. So, wir können jetzt feiern gehen. Boah, ey, nee. Ich hab nicht daran gedacht, Level zu müssen. Ich level auch auf jeden Fall gleich. Ich level mal irgendwann offscreen. Oh, ich hab 700 Poké-Dollars bekommen. Wow. N, solange jedoch die Pokémon in winzigen Bällen eingesperrt werden, ist das Dasein noch unvollständig. Okay, bla bla bla, N. Ich habe gerade geguckt, ich habe, glaube ich, mein Pokémon haben die überhaupt Level abbekommen. Wäre natürlich schon ein Vorteil. Ja, ich muss mal gerade gucken. Auf jeden Fall. Sonst ist es ja umsonst, ne? Mehr oder weniger. Ja, ich guck mal gleich nach. Weil ich habe gerade nicht gesehen, dass der Ding aufgegangen ist. Warte mal, so. Sharon hat mir jetzt noch ein bisschen was dazu erzählt, bla bla bla. Ne, Sharon? So, dann gucken wir mal kurz. Pokis, was haben die Pokis denn? Bericht. Dieser Vorgang dauert länger als erwartet. Dein Video wurde in die Warteschlange gestellt und wird so bald wie möglich verarbeitet. Dann machst du die Beschreibung. Ja. Ich glaube, mein Pokémon hat überhaupt kein Level abbekommen. Da steht immer noch 44 EP.